Servus zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Review zu den Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörern von One More, den Comfo Buds Pro. Mir wurden die Kopfhörer gratis zur Verfügung gestellt, ich werde für meine Review aber nicht bezahlt und darf meine Meinung frei äußern. Die Comfo Buds Pro gehören zur Oberklasse der angebotenen Reihe von One More. Erstmal ein paar Daten. Die Comfo Buds Pro bieten euch Active Noise Cancelling mit 5 Einstellungen. Hierfür kommen insgesamt 6 Mikrofone zum Einsatz. Der Akku hält je nach Einstellung ca. 6 bis 8 Stunden. Das Case bietet euch dann nochmals 20 Stunden als Reserve. Die In-Ears bieten eine Schnellladefunktion, das heißt, mit nur 15 Minuten Ladezeit stehen euch dann so ca. 2 Stunden Hörgenuss zur Verfügung. Komplett geladen sind sie nach 60 Minuten, das Case benötigt ca. 2 Stunden, um komplett voll zu sein. Die einzelnen In-Ears wiegen zwischen 5 und 6 Gramm und bieten euch verschiedene Ohrstücke, mit welchen ihr diese an euer Ohr anpassen könnt. Sie sind in Schwarz und Weiß verfügbar und sind IPX4 Schweiß- und Spritzwasser geschützt, können also auch mal für eine Runde Joggen verwendet werden oder auch mal für eine Runde im Whirlpool. Ihr müsst da nur aufpassen, dass ihr damit nicht untertaucht, denn das können sie natürlich nicht. Sie besitzen mit 13,4 mm Durchmesser recht große Treiber und können damit auch tiefe Töne relativ gut wiedergeben. Die LEDs am Ende der Hörer zeigen euch durch Blinken und verschiedene Farben verschiedene Statusmeldungen, leuchten im Betrieb dann aber nicht. Das Design muss man natürlich mögen, sie sind schon ziemlich lang, es gibt auch schon Hersteller, welche das etwas kompakter hinbekommen und auch die AirPods Pro selbst sind da deutlich kürzer. Das Case selbst sieht aus wie ein zu groß geratenes Tic Tac, passt aber relativ gut in jede Tasche. Zum Case selbst bekommt ihr auch noch eine passende kleine Stofftasche, so könnt ihr es etwas besser vor Kratzern schützen. Soweit ist aber alles ganz stabil. Geladen wird das Case über einen USB-C-Anschluss. Ein passendes Kabel mit Typ A auf Typ C-Stecker wird euch mitgeliefert. Wireless Charging kann das Case nicht. Für mich ist es persönlich auch nicht so wichtig, weil ich eigentlich immer klassisch mit dem Kabel lade. Den einen oder anderen könnte es aber natürlich stören. Wenn ihr die Kopfhörer einmal passend mit zum Beispiel eurem Smartphone verbunden habt, verbinden sich diese in Zukunft dann immer, sobald das Case geöffnet wird. Somit sind diese dann normalerweise bis zum Einsetzen im Ohr voll einsatzbereit. Das Herausnehmen der einzelnen Ohrhörer aus dem Case ist etwas tricky. Hier könnte es mit dickeren Fingern etwas schwieriger werden, denn sie lassen sich nicht direkt greifen, sondern müssen zuerst an der dünneren Seite nach unten gedrückt werden, damit sich die Gegenseite leicht erhebt. Dann könnt ihr diese aber relativ gut entnehmen. Die Verarbeitung ist soweit ganz gut, klar, sie sind halt komplett aus Plastik, sie sitzen aber bequem im Ohr und fühlen sich auch nach längerer Tragezeit gut und nicht störend an. Soundtechnisch kann ich jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung mitteilen. Ich habe sie hier aber einfach mal direkt mit den AirPods Pro verglichen. Ich persönlich finde die Soundqualität sehr gut, vor allem für den Preis, da war ich dann schon etwas überrascht, bieten sie doch eine sehr gute Leistung. Sie bieten gute Details, der Bass ist nicht zu aufdringlich, aber trotzdem präsent, insgesamt eine für mich gleichmäßige Abstimmung und zum Beispiel nicht so basslastig wie die Sony 1000er XM Over-Ears-Serie. Fühlen statt Hören ist hier also weniger vorhanden, trotzdem kommt alles, was etwas tiefer ist, schön voluminös rüber. Stimmen kommen sehr klar und natürlich, auch hier habe ich einen guten und positiven Eindruck bekommen. Die App bietet bisher leider keinen Equalizer, hier könnt ihr also auch überhaupt nichts weiter verstellen und müsst mit dem vorhandenen Klang leben. Die In-Ears können auch sehr laut, obenrum gehen ihnen dann aber ein bisschen so die Höhen raus. Meiner Meinung nach ist man aber selten in diesem Lautstärkebereich, beziehungsweise man sollte wirklich über längere Zeit einfach nicht in diesem Bereich bleiben, euren Ohren zuliebe. Ihr habt an beiden Ohrhörern eine Touch-Oberfläche, hier lässt sich dann zum Beispiel die Lautstärke regeln, ein Lied starten oder stoppen, das Noise Cancelling verstellen oder einen Anruf annehmen. Dafür stehen euch verschiedene Kommandos zur Verfügung. Ihr könnt die Ohrhörer entweder doppelt oder dreifach tippen oder einfach länger halten. Jede Seite bietet euch dafür eine eigene Funktion, zum Beispiel könnt ihr links ein Lied zurück und rechts ein Lied vorspringen oder eben links leiser und rechts lauter stellen. Das funktioniert soweit sehr gut und sehr schnell. Ebenso könnt ihr das automatische Stoppen und Starten beim Herausnehmen aus dem Ohr einstellen. Auch das funktioniert sauber und sehr schnell. Wie sich die Ohrhörer verhalten sollen, könnt ihr alles passend in der App festlegen. Aktuell ist diese nur in Englisch verfügbar, ist aber trotzdem recht übersichtlich und leicht verständlich.
Kommen wir nun zum Noise Cancelling. Ihr habt hier 5 Einstellungen zur Verfügung. Mildes und starkes Noise Cancelling, einen Transparenzmodus, einen Windmodus und einen Noise Cancelling komplett abgeschaltet Modus. Die Einstellungen lassen sich aber direkt nur in der App einstellen. Diese lief bei mir aber sehr stabil und ohne Probleme. Das Noise Cancelling hat nur ein sehr geringes Grundrauschen. Wenn ihr nur leise Musik hört, bekommt ihr davon schon gar nichts mehr mit. Ansonsten ist die Geräuschunterdrückung wirklich sehr gut und filtert viele störende Geräusche aus. Wenn ihr die Unterdrückung nicht ganz so stark benötigt, wie zum Beispiel an einem Bahnsteig oder irgendwo, wo ihr was mitbekommen müsst, dann könnt ihr diese in der App auch auf mild stellen. Hier wirkt das Noise Cancelling dann nicht ganz so stark. Wenn keine Musik läuft, ist auch im Transparenzmodus ein leichtes Grundrauschen zu vernehmen, ist aber meiner Meinung nach noch nicht so stark, dass es stören würde. Der Transparenzmodus ist sehr gut. Nicht ganz so gut wie bei den AirPods, da hat Apple schon die Latte recht hoch gelegt, aber er ist trotzdem nicht schlecht und erfüllt seinen Zweck. Der Windmodus eignet sich zum Beispiel sehr gut fürs Fahrradfahren. Hier werden die Windgeräusche, welche in den anderen Modi teilweise stören können, sehr gut unterdrückt. Auch beim Telefonieren machen sie eine gute Figur. Das Mikrofon nimmt die Stimme gut auf und man ist für den Gesprächspartner sehr gut hörbar. Umgebungsgeräusche wie zum Beispiel Vogelgezwitscher und so weiter werden aber auch leicht weitergegeben. Auch Seitenwind wird in Gesprächen leicht hörbar sein, weil die Mikrofone eben komplett an der Seite sind. Meiner Meinung nach sind die One More In-Ears ziemlich gut und müssen sich nicht wirklich vor den AirPod Pros verstecken. Vor allem, wenn man den Preis beachtet. Das Design mit den langen Enden muss man natürlich mögen. Euch fehlt auch sowas wie 3D Audio oder Dolby Atmos und natürlich die sehr gute Einbindung ins Ökosystem, welche euch die AirPods Pro bieten. Dafür bekommt ihr die One More doch deutlich günstiger. Wenn euch also die Features der AirPods Pro nicht fehlen werden, dann könnt ihr hier schon ein paar Euros sparen. Außerhalb der Apple-Welt sind diese hier sowieso voll zu empfehlen. Apropos Preis, aktuell beträgt die UVP ca. 100 Euro. Ich packe euch dazu mal einen Link zu Amazon in die Beschreibung. Hier bekommt ihr die gerade für 99 Euro ungefähr. Mit diesem exklusiven Code werden euch dann nochmal ein paar Euro abgezogen. Hier könnt ihr also nochmal ein bisschen was sparen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und die Kartons im Hintergrund haben euch nicht gestört. Ich werde nächste Woche umziehen ins neue Studio, dann gibt es wieder neue Videos. Lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.